Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe für euch heute meine Putzfavoriten, die ich euch in diesem Video gerne zeigen wollte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht ist das ein oder andere für euch ja mit dabei. So, dann legen wir mal los. Und zwar kaufe ich für die Küche, wir starten am besten in der Küche, gerne diesen Scrub Mummy bzw. Scrub Daddy. Der Schwamm, der ist einfach 1A. Ich habe den jetzt in zweifacher Ausfertigung inzwischen. Er ist A, unverwüstlich, B, für alles zu verwenden und er ist einfach echt, ja, ohne Worte, er ist klasse. Ich kann euch nur empfehlen, versucht einfach mal auch den zu bekommen. Ich persönlich habe ihn jetzt ausschließlich nur bei DM gefunden. Vielleicht gibt es bei euch auch noch einen anderen Händler, der den hat. Aber testet den mal. Dann habe ich einen Frosch Küchenhygienereiniger. Den verwenden wir ganz gerne, wenn wir mit Fleischprodukten direkt auf der Arbeitsplatte gearbeitet haben, um die Arbeitsplatte wieder hygienisch reinzumachen. Dann kaufe ich immer wieder gerne von Dr. Beckmann den Kühlschrank-Hygienereiniger. Damit mache ich ganz regelmäßig den Kühlschrank sauber. Ja, man kann das auch, sage ich jetzt mal, mit Essigwasser machen. Mache ich auch hin und wieder. Aber wenn ich mal wirklich von Käse oder irgendwas anderes im Kühlschrank hatte, was wahnsinnig intensiv gerochen hat und auch der Kühlschrank hat den Geruch angenommen, habe ich das nur mit diesem Spray wieder rausbekommen. Dann darf bei uns natürlich nicht fehlen ein Backofenreiniger. Da kaufe ich am allerliebsten von Denkmit den Backofen- und Grillreiniger. Es hat den einen Grund, dieser Reiniger, der stinkt nicht so extrem wie andere. Also ich habe jetzt mehrere schon ausprobiert. Ganz viele haben einen furchtbar beißenden Geruch. Wenn ich da den Backofen mit eingesprüht habe, bin ich fast jedes Mal dabei erstickt. Ist bei dem nicht der Fall. Ja, er riecht auch, aber ist jetzt nicht gar so schlimm. Da in Verbindung zu benutze ich auch immer noch die Edelstahl-Pads. Der Backofenreiniger und die Pads zusammen sorgen wirklich dafür, dass bei mir der Backofen ganz, ganz toll wieder wird, wenn der auch mal richtig, richtig eingesaut wird. Und diese Pads, die sind wirklich, multi-einsatzfähig. Edelstahl, Pfannen und Töpfe werden damit auch wieder wunderbar sauber und die dürfen bei uns auch nie ausgehen. Dann, nachdem wir sehr, sehr viele Hochglanzfronten haben. Unsere Küche besteht aus Hochglanz, der Wohnzimmerschrank und noch andere Wohnzimmermöbel. Da kann ich den hier empfehlen, diesen Frosch-Orangenreiniger. Der ist wirklich für streifenfreie Sauberkeit und es funktioniert wirklich. Ich benutze den, ja, kann man sagen, fast täglich. Ich mache damit auch, wenn unser Ceran-Kochfeld nicht wirklich verschmutzt ist, gehe ich damit drüber, dann ist das sofort wieder streifenfrei sauber und er riecht unheimlich gut. Und ich liebe diese Froschprodukte, weil sie wirklich, sie sind für die Umwelt gut und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt Angst haben, wenn auf eine frisch gewischte Oberfläche, die vielleicht noch etwas feucht ist, die kleinen Kinderhände drankommen, ist es dann auch nicht, sage ich mal, hochgiftig. Dann ein absolutes Lieblingsprodukt in unserer Küche ist die Sacrotan No Touch Seife. Zuerst hat mich mein Mann schon belächelt, wie ich die damals mit angeschleppt habe, aber er hat selber gemerkt, wenn man mal so richtig, ja,
versaute Hände hat, sei es jetzt, man hat mit rohem Fleisch gearbeitet oder hat die Hände voller Teig oder irgendwas, dann muss man den Seifenspender nicht noch schmutzig angrabbeln. Einfach Hand drunter halten und dann kommt eine wohldosierte Menge Seife raus. Wurde auch schon mehrmals der Nachfüller nachgekauft. Ja, dann habe ich noch hier von Crystal, das ist ein Glasflächenreiniger. Den benutze ich ganz gerne, wenn ich mal auf die Schnelle die Fenster sauber machen möchte, weil mir die Kinder wieder die ganze untere Hälfte der Fensterscheiben zugeditscht hat und ich da sämtliche, wie man so schön sagt, bei uns Fingerdappern drauf hat auf der Fensterscheibe, gehen die damit ganz schnell weg. Ansonsten putze ich natürlich meine Fenster, wenn ich großreine mache, mit lauwarmem Wasser, ein Spritzer Spüli und ein Spritzer Spiritus. Das Ganze mit dem Gummiabzieher dann wieder abwischen und fertig. Ist auch streifenfrei, aber wenn es mal schnell gehen muss für zwischendurch, ist der hier einfach genial. Gibt es aber nur online. Und zwar ist das über, ich halte es euch mal hier hin, über As India. Kann man den bestellen? Haben die hier auch eine E-Mail-Adresse drauf stehen? Ja, hier unten As India. Einmal näher hinhalten. So, bitteschön. Kann der gekauft werden? Und wir haben uns den im großen Kanister inzwischen gekauft, dass der uns einfach nie ausgeht. Auch für Autofensterscheiben. Top. Ja. Nein, das war es noch nicht in der Küche. Hier noch meine obligatorischen Denkmit feuchte Allzwecktücher. Habe ich jetzt mal von Denkmit oder ich kaufe sie auch mal von Sagrotan, je nachdem, wo ich gerade beim Einkaufen bin und was sie da haben. Da mag ich am liebsten, wenn ich die von Denkmit kaufe, mit dem Duft Zitronen-Grapefruit. Denn die riechen relativ, sag ich mal, human. Diese Tücher, die verwende ich immer, wenn ich die Hochstühle meiner Kinder sauber mache oder mal die Platz setze oder wenn es in der Küche mal ganz schnell gehen muss. Diese gehen also eigentlich bei uns auch nie aus. Ja, dann geht's jetzt ins Bad. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich persönlich finde Badputzen immer furchtbar. Hat zum einen den Grund, wir haben zwar ein sehr schönes Bad, aber wir haben uns beim Hausbau für Fliesen entschieden, die zwar unheimlich schön sind, aber sehr pflegeintensiv, denn unsere Fliesen haben Rillen. Und jetzt diese Fliesen in der Dusche putzen. Gibt Schöneres, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse es, ich gebe es zu. Aber ich habe ein Mittel gefunden, was mir die Arbeit ein wenig erleichtert. Und zwar ist das von Silit Bang, der Aktivschaum. Ja, er reinigt gut, er reinigt super, aber er ist sehr teuer, er ist überhaupt nicht ergiebig, er stinkt wie die Pest. Ich kriege davon Atembeschwerden, wenn ich das benutze. Aber es macht meine Fliesen und meine Duscharmaturen schön sauber. Ich habe schon sämtliche andere Badreiniger probiert. Es funktioniert nicht. Das Einzige, was bei unseren Fliesen dann doch noch relativ gut funktioniert, ist, wenn ich den Kärcher Dampfreiniger raushole. Aber da ist mir der Aufwand jedes Mal zu groß, wenn ich, sage ich mal, nach jedem, ja, dritten, vierten Duschen die Dusche sauber machen muss. Genau. Ansonsten benutze ich am allerliebsten von Denkmit den ganz normalen Badreiniger mit Frischeduft. Der riecht gut, der ist wahnsinnig ergiebig auch und ich kann damit auch wunderbar meine Acryl-Badewanne und na, Waschbecken sauber machen. Dafür ist der sehr gut geeignet. Ja, dann haben wir noch einen WC-Reiniger. Da kaufe ich auch immer den ganz einfachen von Denkmit mit
Ozeanfrische, der finde ich, der riecht ganz gut und den habe ich auch inzwischen mehrmals nachgekauft. Deshalb gilt der bei mir auch als Haushaltsfavorit. Was ich auch schon, ich glaube, zum gefühlten 100. Mal nachgekauft habe, ist von Sagrotan die WC-Reinigungstücher. Die kann ich echt nur empfehlen. Die sind wunderbar, um die Klobrille sauber zu machen oder auch den Toilettenrand, den äußeren, den Klodeckel. Wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich kann dann das benutzte Tuch über die Toilette direkt entsorgen. Also ich muss es nicht separat noch wegschmeißen. Die sind im Wasser abbaubar und wirken gegen Bakterien. Für Kinder wirklich 1A. Das war es dann auch schon vom Bad. Es geht ab in die doch Waschküche. Mein absolutes Waschmittel, der Favorit davon ist entweder hier diese Ariel 3 in 1 Pots. Ich finde die ganz toll. Die sind kindersicher verpackt. Jetzt. Und die sind von der Dosierung her schon optimal vordosiert. Das sind hier solche weichen Kissen. Da ist Waschmittel drin und entsprechend Fleckenmittel auch. Waschleistung und Duft dieser Pots, die sind 1A. Der einzige Nachteil ist, sie sind sehr teuer. Das muss ich sagen, sie sind im Verhältnis gesehen zu anderen Waschmitteln wahnsinnig teuer. Die kaufe ich eigentlich auch wirklich nur, wenn ich sie irgendwo im Angebot bekomme. Dann schlage ich da ganz gerne mal zu. Ansonsten kaufe ich ganz gern dieses Coral Optimal Color. Da ist Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das ist recht günstig. Kriegt man dann auch noch günstiger. Wenn man irgendwelche Sonderangebote entdeckt, ist wirklich spitzenmäßig. Dann habe ich noch ein Fleckenspray. Dieses Fleckenspray, das habe ich seit der Geburt meiner großen Tochter, als die Breitzeit begonnen hat. Als meine Tochter angefangen hat, Karottenbrei zu essen und Tomatensoßen und solche Sachen, habe ich viele Flecken nicht rausbekommen. Mit diesem Spray gehen sie raus. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz tolles Spray. Das hilft gegen allerlei Flecken. Also sei es jetzt Fettflecken, sei es Obstflecken, sei es Tomatenflecken, Karottenflecken, gehen damit raus. Wenn noch ein kleiner Schimmer des Fleckes übrig geblieben ist, hilft mir dann ganz gerne noch die Sonne. Aber das kann ich echt allen Mamis nur ans Herz legen. Versucht das mal. Ihr werdet sehen, es gehen auch Windelmalörflecken wieder raus. Hat mir schon so ein oder anderen Body gerettet, wenn eins meiner Kinder im Babyalter gezahnt hat. So, dann für meine Buntwäsche schmeiße ich ganz gern diese Farb- und Schmutzfänger mit rein. Haben mir auch schon so manches Kleidungsstück gerettet. Diese Tücher saugen überschüssige Farbe auf, die beim Waschen rausgeht. Ist 1A, kaufe ich auch immer wieder nach, brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Dann habe ich noch eines hier und zwar meine Denk-mit-Trocknertücher. Meine Denk-mit-Trocknertücher, die schmeiße ich immer mit in den Trockner rein, wenn ich Handtücher oder Spannbettlaken gewaschen habe, denn da verwende ich immer keinen Weichspüler und damit duften sie 1A. Ja, zu guter Letzt noch mein Swiffer Staubmagnet. Den kaufe ich auch immer in der Duftrichtung mit Febreze. Damit ja, laufe ich hier einmal quer durchs ganze Haus und staub damit meine Schränke, Lampen und was weiß ich nicht alles ab. Ja, das war's soweit von den Putzmitteln. Sicher werdet ihr jetzt denken, die hat jetzt gar nichts gezeigt, wie die ihre Bohnen wischt. Hat die nichts zum Wischen? Doch.
Wir haben reichlich Fliesenboden. Wir haben eigentlich ausschließlich Fliesenboden und Parkett. Wir haben uns bewusst seinerzeit gegen Teppichböden entschieden, aufgrund Hausstauballergien und was weiß ich nicht alles. Ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, das ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr her, habe ich mir, beziehungsweise haben wir uns von Vorwerk den Saugwischer gegönnt. Ich zeige euch den mal separat eingeblendet dann. Ja, er ist sehr, sehr teuer. Nein, er wurde mir nicht gesponsert. Ich habe mir den selbst gekauft. Aber diese Anschaffung war es uns wert. Wenn man jetzt roundabout über 120 Quadratmeter zu wischen hat, ist es lästig, wenn man vorher das ganze Haus erstmal mit dem Staubsauger abläuft und dann nochmal hinterher das ganze Haus mit dem Wischmopp abläuft. Wir haben lange überlegt und uns auch viele Artikel angeguckt dazu. Es gibt ja diverse Hersteller, die ein ähnliches Produkt anbieten. Wir sind unterm Strich dann wirklich bei Vorwerk hängen geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte ihn nicht mehr missen. Es ist eine enorme Arbeitserleichterung und er spart mir unheimlich viel Zeit. Ja, damit mache ich also meine Fliesenböden sauber und ich muss ganz ehrlich sagen, sie werden damit wirklich sauber. Ich habe vorher herkömmlich gewischt und ich habe auch immer gedacht, ja, bei mir ist es sauber. Jo. Als ich das erste Mal diesen Vorwerk hier durch mein Wohnzimmer geschoben habe, ich bin erschrocken, was ich aus dem frisch gewischten Boden rausgeholt habe. Ekelhaft. Also, wenn er meint, ich kann euch dazu gerne mal ein separates Video machen, in dem ich euch dann das Gerät ein bisschen genauer vorstelle. Ja, ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Tipps geben. Vielleicht ist das ein oder andere Produkt bei euch noch nicht im Haussortiment. Und ja, würde mich freuen, wenn er mir einen Daumen oben lässt. Vielleicht wollt ihr mir in den Kommentaren noch vermerken, welche Produkte ihr zu Hause am liebsten verwendet. Ein Abo würde mich freuen, das ist kostenlos und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.